Ja, der ist links drüben. Second Surf. Er probiert es wieder mit dem Driver. Ja, der ist sicher weg. Dritter Abschlag und der Meister hat wieder seinen Driver in der Hand. Okay, der ist auch weg. Aber jetzt muss ich zum Bogi die letzte Chance wahrnehmen. Sonst wird wahrscheinlich Philipp ausscheiden. Das wäre ein Wahnsinn. Intro von Larry und Bernd. Was spielen wir heute? Herzlich willkommen zurück auf Philipps Kanal. Wir spielen heute ein Shootout, das heißt, der, der am schlechtesten ist bei jedem Loch, scheidet aus. Wenn zwei gleich schlecht sind, dann scheidet keiner aus. Genau, der alleine schlechteste scheidet eben aus. Genau, Philipp startet mit dem Hybrid, das heißt, der ist schon ausgeschieden eigentlich. Er startet doch Larry mit dem Driver und nicht Philipp mit dem Hybrid. Schauen wir lieber mein Slice und das ist der Hybrid. 319 Meter, Par 4. Oder mein Pool. Ja, der ist links drüben. Schöne Haube, die ist im Weg, da raschelt es im Gestrüpp. Nachdem Larry den ersten weggeschossen hat, habe ich auch schon mal einen Schlag, den ich wegschießen kann. Shootout! Zurück einkaufen mit Bier oder auch nicht. Ja, perfekter Abschlag von Bernd. Mitte Bahn. Super Abschlag. Ja, Harry, das ist gut, wie du kennst, aber ich höre meinen Dreiberschlag. Ja, gib mir Ruhe. Eine da vorne rechts. Bitte einfach 10 Sekunden vorspulen, weil das Hybrid nicht sehen will. Das sieht niemanden, Course Management. Du bist der brutale Manager. Gut gemanagt. Der Döner links. Ja, links am Fairway. Fairway. Genau deshalb habe ich das Hybrid genommen. So Larry, second surf. Er probiert es wieder mit dem Driver. Ja, genau. Der ist sicher weg. Aber mit einer Runde Bier kann er sich zurück einkaufen auf dem nächsten Loch. Dritter Abschlag und der Meister hat wieder seinen Driver in der Hand. Wieso schlage ich jeden Ball nach links? Grad? Okay, der ist auch weg. Nein, der ist nicht weg, aber. Bravo, Larry. Larry spielt nur noch zum Spaß. Er kauft sich dann wieder zurück ein. Der Herr. Ich suche einen Ball, da will ich schlagen. Ach so. So, Schlag 2. Pitching Wedge 120 Meter. Leichter Gegenwind, das sollte normalerweise ganz gut passen. Ja, der könnte passen. Ja, liegt am Grün. Bravo. Danke. Schlag 2, Par 4, 100 Meter, Bit Gap Wedge. Bravo. 9 Uhr. Shootout, Shootout. Shootout. Einer ist schon raus aus dem Shootout. Da drüben haben wir ihn. Perfekte Richtung. Boah, der ist direkt neben der Dose eingefahren. Philipp. Sein dritter. Ein schönes Spiegelei. Die Snowblower-Einführung. Schlagfläche 45 Grad schließen und toi toi toi. Lauf da. Hit and hope. Nicht so schlecht. Bernd mit dem wichtigen. Was ist das Birdie Putt? Was ist das Birdie Putt? Ja. Denn wir spielen das Loch richtig. Bin ich schon ausgeschieden, dann können wir aufhören und weitergehen. Theoretisch, oder? Können wir aufheben und weitergehen? Theoretisch, ja. Aber es geht ums Birdie und um den Lochgewinn. Im Shootout gibt es keinen Lochgewinn. Gewinner ist der, der am Ende überbleibt. Mir ist das wurscht. Ich spiele gegen die. Das ist ein persönliches Duell. Für das, dass einer sagt 33% Putt. Und Bernd auch zum Paar. 33% der Spieler erwischt es normalerweise bei so kurzen Putts. Und es ist passiert. Dann ist er wirklich daneben, geht mir schon am Arsch. So, ich wäre bereit. Ich bin auch bereit. Kamera schwenken. Rule break. Und das Paar. Wow, das ist mit dir. Paar, come on. Die ganze Zeit. Das Paar. Herzlichen Glückwunsch an alle beiden Teilnehmer. Neuer Teilnehmer in der Runde. Larry ist zurück. Mit der Rücknummer 21. Larry hat sich zurück eingekauft mit einer Runde Bier. Selbstverständlich. Ich tue meine Buben gern was Gutes. Das nächste noch ein richtig schweres Par 4. Abschlag mit dem Holz 3. Ja, leicht links drüben liegt er. Jawohl, er liegt am Ende des Fairways. So, auch Bernd mit dem Holz 3. Ja, der sollte passen. Ich glaube schon, gell? Ich glaube, der passt ganz gut. Was hast du in der Hand gehört? Hybrid, oder? Hybrid.
Warum machst du den Holz gerade nicht Schlang einfach, oder? Nein, weil das Hybrid flach schlagen kann, wir haben Gegenwind. Dünn meinst du? Nein, vom rechten Punkt flach. Also dünn? Also flach. Philipp mit dem dünnen Hybrid. Leicht ja, links. Bunker, komm. Jawohl. Ja, könnte Bunker sein. Ist im Bunker. Hat gerade die Steilkurve genommen. Philipp, auch Philipp kann sich einkaufen. Wie weit haben wir noch? 229 grün Liter. Hast du dir dein Hybrid schlagen? Ja. Schlag 2, Hybrid aus dem Bunker. Ja. 200 wie viel Meter? Viel. 200 viel Meter. Die leichter Aussitzer. Die Bunkerkante. Wer hätte das gedacht? Wie lange, Larry? Bitte kauft einen neuen Laser. 223 Meter Rest, Holz 3 vom Larry. Kein schlechter Schlag. Bravo, Larry. Ganz. 206 Meter grün zur Fahne. Hybrid. Ja, sag ich, ist richtig zart. Super Schlag. Wo ist der hin? Kurz rechts. Schlag 3. 120 Meter, 10 Uhr Pitching Wedge. Ja, nicht ganz so nah wie die Ari, aber kein schlechter. Vor allem mit dem zweiten. Lässig. Dritter Schlag, Lopetsch. Zur Fahne. War safe. Geht schon. Brutal schwerer Safe. Quer über den Bunker drüber, die Fahne steht kurz. Kein leichter Schlag. Bravo, perfekt gelandet. Viel besser geht der, glaube ich, nicht. Ein bisschen länger hätte sein können. Super Schlag. Pitchmarken ausbessern. Immer Pitchmarken ausbessern. Jawohl. Dann mal Green Reading. Und in Buttlinien fremder. Was tust du? Fremder Mitspieler. Ist das gut, oder was? Wenn das der Linie ist, Larry, dann hast du verloren. Warum liest denn da herum, was du nicht hinschießt? Was der verloren, sagt er, der mit 3 am Grün liegt. Philipp, sein Papad, der ist wichtig. Der ist wichtig, Bernd, danke. Hoffentlich scheidet es nicht aus, Bernd, du kannst eine Runde Getränke zahlen. Er schaut nämlich ganz danach aus, um ehrlich zu sein. Oh. Wo ist Aimpoint? 4% Neigung und Larry spielt 2% maximal. Bernd, mit dem wichtigen Putt zum Paar. Bravo! Jawohl! Und damit kann Larry schon wieder zahlen, wenn er den Putt verschiebt. Aber wir hoffen, dass Larry diesen Putt trifft. 33% verschieben ihn allerdings. 33% der Spieler erwischt es normalerweise bei so kurzen Putts. Und es ist passiert. Schade, und damit verliert Larry das auch. Und Larry sponsert heute Abend die zweite Getränkerunde. Danke, Larry. Neues Glück, sag ich mal. Aber er ist zurück im Shootout. Das nächste Loch ein Par 4. 382 Meter, Par 4. Und wir greifen alle mit dem Driver an. Ja, perfekter Drive von Larry. Schöne Rakete. Eine spinlose Rakete von Larry. Ein wenig überhuckt. Sollte aber noch gut passen, oder? Jawohl, da ist er. Am Fairway, bravo. Ein bisschen rechts, aber passt da, oder? Ja, zu weit rechts. Der im Bunker? Keine Ahnung. Fairway Bunker für den Märchen. 161 Meter Eisen 7. Aber es ist kein leichter Drive, finde ich. Drive? Ja, der Drive daher, meine ich. Wie? Achso, aufs Fairway. Ja, also da, das ist ziemlich schmal da. Ja, warum schlagst du halt der Hybrid? Oh, leicht gerutscht, aber ist gut ausgegangen. Go. Ja. Ist am Green. Eisen 6 und nur 55 Meter. Zum Stock. Die flache Rakete. Schade, Larry. Bühne und die ganze Zeit irgendein Scheißdreck. Aber mit einer Getränkerunde am Abend kannst du dich wieder zurück einkaufen, eventuell, Larry. Cooler Typ.
162 Meter. Leichter Gegenwind, Eisen 6. Ja, perfekte Richtung. Bunker. Klungen hat das komisch. Komisch, ja. Nach Bunker hat es geklungen. Es gibt Sandy Island. Larry, Schlag 3, was kommt? 58 Grad Wedge. 58 Grad Wedge, Finesse Wedge Shot. Go. Ah, nicht so schlecht, Larry. Guter Schlag. Und jetzt hat es Bernd erwischt. Ja, Schneepflug. Schaut euch diese Lage an, direkt neben der Bunkerkante. Ganz, ganz schwerer Schlag. Schlag 3 von Bernd. Mit der Snowblow-Technik. Schlagfläche eindrehen und einkalkulieren, dass der Ball eben weiterrollen wird. Ergebnis in Ordnung. Super Schlag, Bernd. Bravo. Schade! Schade, das ist geschenkt. So viel sind wir ja. Paar. So, schauen wir, ob wir es wieder zusammenbringen zur Teilung. Ein Paar. Paar zum Paar. Und damit wird es für den Larry auf Loch 3 auch nicht gerade gut ausschauen. Drehen ist er. Das nimmt Larry den Druck. Damit kann er in Ruhe zum Paar putten. Und Larry mit dem wichtigen Putt zum Paar. Jawohl, bravo Larry. 176 Meter, das vierte Loch beim Shootout. Das heißt, jetzt kann man wirklich ausscheiden. 134. Ich entscheide mich 176 Meter fürs Eisen 5. Voller Gegenwind. Ja, Gegenwind. Boah, bist du was. Oh, oh, der ist weg. Sit. Na, der liegt gerade noch. Oh Gott. Schlechter Schlag. Eisen 5. 176 Meter. Ein bisschen unterm Wind bleiben versuchen. Unterm Radar. Bernd versucht unterm Radar zu bleiben und das Loch zu gewinnen. Ja, super Schlag. Aber viel zu kurz. Siehst du, dass wir die einzigen sind, die von Weiß spielen? Warum tun wir das überhaupt? Warum spielen wir von Weiß? Denkt ja, sich Larry gerade und kommt jetzt mit dem Eisen 4 und dem Angriff im Shootout. Loch 4, es gibt kein Einkaufen mehr. Ja, super Schuss. Spur zu kurz, aber super Schuss, Larry. Meiche mit dem Safe 60 Grad aus dem tiefen Gras. Oh, der ist laut. Habe ich die Ehre, schön, dass du da warst. Ja, den machst du eh wieder von dort, oder? Ha? Dünn gegen den Graswuchs, sehr bitter. Das könnte es gewesen sein. Oh je. Man muss nicht wissen, wann man performt, gell? So, Bernd, zweiter Schlag. Lobwedge. Näher als Philipp. Lobwedge und mich aus dem Spiel hauen im Shootout. Das wäre der Plan, schätze ich. Jawohl. Ja, der kommt gut. Guter Ball, Bernd. Jawohl. 54 Grad und in Nähe vom Stock, Bernd. Larry legt ihn hin. Ja, da bleibt auch ein kleiner Test übrig. Gott sei Dank für mich. Dein Ball gilt als markiert, Bernd, gell? Jawohl. Philipps wichtiger Putt zum Paar. Philipp, Doppelbreak? Nein. Nicht? Okay. Gibt's das auch? Ja. Wenn du den jetzt gestopft hättest, ich hätte nicht drüber gesagt. Ehrlich. Aber ich glaube, ich bin schon wieder dran, gell? Ich hab's wieder gesehen. Ja, so Philipp ist noch einmal. Und da drin hängt so geschissen wieder so. So, da. Das hab ich schon gesehen. Ja, bitter. Aber jetzt müssen wir zum Progi die letzte Chance wahrnehmen. Sonst wird wahrscheinlich Philipp ausscheiden. Das wäre natürlich richtig. Das wäre ein Wahnsinn. Bravo. So, Bernd. Cut zum Paar. Jawohl. Natürlich, wenn Bernd und Larry treffen, bin ich trotzdem ausgeschieden. Also, tut mir den Gefallen und verschiebt die Putts. Nein. Zumindest einer von euch. Oh, und er ist drinnen. Und damit liegt's am Larry.
Komm Larry, come on! Larry, das ist dein Moment. Herrlich. Das ist dein Moment. Dein Magic Moment. Larry, jetzt kann was Magisches passieren. Du kannst einen Meister raushauen. Larry, mein Lehrling. Mein Lehrling. Ja, komm, Alter. Und da ist es passiert. Da ist es passiert und jawohl, ich scheide im Shootout als Erster aus. Bitter. Philipp ist weg. Auf Wiedersehen. So, Bernd, du bist noch im Spiel. Jawohl. Mitte dieser Bunker. 287 bis Bunker Ende, das muss ich ausgehen. Ein spannendes Loch, nur nicht rechts. Frage von Larry. Was passiert jetzt? Haben wir zwei Löcher, ne? Was ist jetzt, wenn jetzt einer gewinnt? Ist dann einfach aus, oder? Genau, dann ist aus. Okay, passt. Okay. Okay, Larry hat die Spielform verstanden. Dann ist aus. Ja, das kann sein. Aus, es wird jetzt geteilt. Dann geht's weiter. Und es kann auch noch unentschieden ausgehen. Oh, der ist links. Nein, der passt schon. Da passiert nichts drauf. Rechts muss lang sein. 240 Meter normalerweise war kein Problem. Ja, genau auf den Bunker, der sollte perfekt passen. Rechter Bunker. Larry, suboptimale Position im Rough. Ja, wurscht, Eisen 9. Eisen 9, come on. Gehen wir Attacke. Im Spiel bleiben wäre wichtig, im Shootout. Die Schläge waren heute noch nicht so gut bis jetzt, aber schauen wir mal. Ja, links ist er. Geht over. Ja, er liegt. Ja, up and down brauche ich. Up and down. Was willst du hören? 130 Meter, Eisen 8, 9 Uhr Aufschwung. Bernd natürlich jetzt mit dem klaren Vorteil. Sollte er das Grün treffen, ist Larry gehörig unter Druck im Shootout. Aube. Rechts. Meiner mehr. Komm, drauf. Ja, liegt am Grün, bravo. Guter Schlag, Bernd. Larry, Schlag 3, Up and Down notwendig. Mhm. Auwe. Entwickelt sich nicht schlecht, bravo. Come on, einhängen ist jetzt angesagt. Ja. Bernd mit dem Putt zum Birdie und um das Shootout zu gewinnen. Ja, dann machen wir das, oder? Boah, super Putt, Bernd, bravo. Geschenkt zum Paar und damit ist Larry unter Druck. Larry mit dem Putt zum Paar und um das Match zu verlängern. Bravo Larry, und damit geht's weiter zu Loch Nummer 18. Fistpump. Und die Entscheidung im Shootout fällt am letzten Loch zwischen Bernd und Larry. Da sind wir. Und Philipp ist draußen. Jawohl. Wo immer. Paar 5. 562 Meter. Ja, guter Drive von Bernd wieder. Mit dem Driver ist er einfach extrem sicher. Irgendwo Richtung Bunker, oder? Ja, weiß ich. Den rufen wir nicht mal gesehen, ist dein Bunker. Du, der ist einfach kerzengerad, dort wo hin, wurscht, wo er liegt. Für dich sollte er reichen, meint der Bernd. Genau. Das will er damit sagen? Das ist die Kurzfassung. So, Larry unter Druck. Nein. Sein Driver, normalerweise eine Bank. Ich hab schon gewonnen. O-Bank Yoshi White. Ich spiel noch mit, was da? Larry, bitte du weiter. Wow, Vollrakete. Perfekter Drive vom Larry. Super Drive, Larry, bravo. Ein Dreierholz als Layup-Schlag. Ein Dreierholz als Layup-Schlag. Ja, super Schwung, Larry. Sehr guter Schuss. Perfekt. Hat sehr interessant geklungen, oder? Ja, war sehr gut, bravo. Ich glaube, der Schläger ist hingeworden. Was kommt, Bernd? Ja, 6 Eisen. Ich hoffe, das geht sich mit der Bunkerkante aus. 6er Eisen Layup. Das heißt, das sollte normalerweise ein kleiner Vorteil für den Larry sein. Ja, der ist links drüben. Da wird's eng. Larry behauptet, er liegt. Nein, das macht's gerade auf. Wie viel, Bernd? 175. 175 Meter. Und welches Eisen? 5.
Er ist sehr stark. Zu kurz im Bunker. Und damit hat Larry den Vorteil erarbeitet. Wie viele Meter waren das noch? Ja, 175. 134. Der kleine Cut mit dem Achtereisen, um den Bunker aus dem Spiel zu nehmen. Grüntreffen wäre natürlich jetzt ein großer Vorteil, Larry. Ist das irgendwann einmal ein Nachteil gewesen schon? In deinem Fall schon, ja. Aber in dem Fall wahrscheinlich nicht. Ja, der kommt nicht schlecht. Bisschen zu kurz, schade. Da sind wir, ich schätze mal 30 Meter zur Fahne, Bunker. Er hat ein bisschen die bessere Lage hinter mir. Machen wir ein bisschen Druck beim Kollegen. Ja, kein schlechter Bunkerschlag. Aber natürlich leichter Vorteil jetzt beim Larry. Der flache Annäherungsschlag, Schlag 4, Chip Putt, würde wahrscheinlich den Sieg bedeuten. Go! Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Oh, Hole Out vom Larry, Hole Out vom Larry und der gewinnt das Match. Unglaublicher Sieg vom Larry. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Larry, gratuliere, Weltklasse, Larry. Dankeschön. Ciao.